Erstmal ein bisschen die Ruhe genießen, ne? Brief von der Front. Ich glaube, ich sehe mir erstmal einen Brief in der Front an. Wir können ja Schnellreisen benutzen, man muss ja jetzt nicht überall hinlaufen. Die leuchtenden Türme sehen irgendwie geil aus, wenn die noch nicht so leuchten. Verstehst du? Der Turm hat doch bloß den Sohn des Grafen gerichtet. Das ist der Preis des Krieges. Der Graf verlangt ihn deswegen nicht um. Ja, der Turm hat doch nur den Sohn umgebracht. Warum musst du ihn denn umbringen? Es hat von so Kriegsopfern, ne? Ah ja, der Widerstand. Hier wird er mal sein. 120 Orks gingen in dieses Loch unter. Runter ins Schwarze. Es dauerte eine Stunde, bis wir den ersten Ghoul hörten. Dann ein zweiter. Dann mehr, als wir zählen konnten. Wir fingen an, in die Dunkelheit zu brüllen, um sie zu verschrecken. Aber für jeden, der sich verscheuchen ließ, kamen zwei neue zurück. Dann hörte das Brüllen auf und die Schreie fingen an. Und dann hörten auch die Schreie auf und die Geräusche danach wurden wirklich hässlich. Kauen und Knirschen durch Rüstung, durch Fleisch und durch Knochen. Es war zu dunkel, um das Blut zu sehen, aber wir konnten es riechen. Als wir schon dachten, wir könnten es nicht länger ertragen, haben sie das flüssige Feuer hinabgeschüttet. Plötzlich konnten wir wieder sehen. Wir konnten alles sehen und ich werde es nie vergessen. 120 gingen darunter und ich kam wieder raus. Klingt nach einem sehr leckeren Festmahl. An einer Stelle eben hatte ich den Joker im Kopf. Nämlich dieses hier. Und dann hörten auch die Schreie auf. Und die Geräusche danach wurden wirklich hässlich. Das hätte 1A so eine Joker-Line sein können. So, was habe ich denn jetzt hier hinten? Graugangriff, was habe ich denn jetzt dazu bekommen? Ah, hier. Aufzehren. Ach so. Ja, mein Gott, wissen wir doch alles. Wir sind doch schon Pros, ne? Jetzt ist der Ring wieder alle. Da ist ein Karagor. Ich bin nicht dumm. Okay. Das Spiel scheint mir eine klare Idee davon zu haben, was wir machen sollen und was nicht. Vermutlich sollen wir uns jetzt nach Osten durchkämpfen. Ist das überhaupt Osten? Streng genommen kann das gar nicht Osten sein, weil Mordor liegt im Osten, das Schwarze Tor guckt nach Westen. Wenn hier das Schwarze Tor ist, dann ist hier oben Westen und hier unten Osten und da theoretisch Norden. Wir müssen uns also nach Norden durchkämpfen. Ja, oder auch nicht. Ich hoffe, der Karagor bemerkt uns nicht, wenn wir jetzt hier einfach mal so... Jetzt auch noch Grauks. Ihr könnt aufhören, gegeneinander zu kämpfen. Was war das? Ich brauche mehr gegnerische Orks. Hallo Freund. So hätte ich mir das eigentlich auch vorgestellt, als ich damals alle gebrandmarkt habe, dass die wirklich so rumrennen. Also wirklich alle gebrandmarkt sind, die hier rumlaufen. Aber irgendwie hast du davon kaum was gesehen, oder? Bleibt wachsam. Ist echt verwirrend. Ich habe, glaube ich, gerade mal endlich geschafft, den Dolby Surround Sound einzustellen und... Ich bin irritiert. Ach, sieh mal eine an. Der Grabwandler hat den Hammer getötet? Völlig egal. Wir werden dafür sorgen, dass er vor der Macht unseres Herrschers niedergeht. Aber dass sie das verhauen haben mit diesen Sounds, finde ich lustig irgendwie. Da vorne ist irgendwo ein Oberkaragor. Bin ich so blöd, mich an ihn ranzupirschen oder eher nicht so? Oh, ihr seid Feinde. Du bist jetzt tot! Bist zu schnell!
Wow, 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 wow. So, ich will nur den einen. Nicht dich. Aber gut, ich muss dich jetzt wahrscheinlich erstmal nehmen. Ja. Und kletter irgendwo rauf. So. Du bist meiner würdig. Na, was meint ihr? Wer gewinnt? Links oder rechts? Ich könnte ein bisschen nachhelfen. Ich kann es nicht leiden, wenn man meine Gefolgsleute angreift. So. Ah, ich bin ja schon da. Ghule, ich bin weg. Auf Ghule habe ich gerade wenig Lust. Können Ghule klettern? Schleicht da jemand umher? Yep. Okay, der Ring ist schon wieder fast voll. Bevor ich die Aufgabe starte, hätte ich gerne... Hätte ich schon gerne, dass er voll ist. Hatte ich jetzt eigentlich geguckt, ob die alle uns gehören? Die haben sie jetzt von ihrem Meister abgewandt, oder was? Was sind das Penner, ey? Du wirst sterben. Wie er seine blaue Krone hat. Okay. Brandmarke die Häuptlinge, ja. Beizeiten. Ich glaube, dem Karagor geht's gut, oder? Was ist denn jetzt passiert? Achso, ich habe ihn, glaube ich, umgesprungen. Sie zu verfolgen und gegen sie zu kämpfen ist ausgezeichnetes Training. Die laufen nur noch so wenig Orks rum. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Da oben ist einer auf seinem Turm. Den nehme ich noch mit. Ja, wobei, nee, ich mache den Ring lieber wirklich ganz voll, bevor ich gleich wieder wegrennen muss, wie so ein Vollidiot. Alles, was kein Uruk ist, muss zerhackt und zerfleischt werden. Ganz mein Reden. Viel Spaß beim Zerhacken von Uruks. Habe ich gerade irgendwie eine Schwertaura oder was? Oh, da unten ist doch der letzte Freiwillige. Aua! Aber sonst geht's dir noch gut, ja? Kannst du mal aus dem Bild, du einer Klöppel, du? Das ist ein seltsamer Pfeil. Ich meine, bleib mal stehen, ich brauche mir eine Versuchsperson. Also ich drücke hier einfach nur bumm und mit einem Schlag umgehauen, die Typen. So, jetzt brauche ich wieder Pfeile. Der gibt mir Köpfchen an die Sache, das ist schön.
So. Na, dann bin ich mal gespannt, was die nächste Aufgabe für uns bereithält. Dir geht's gut? Er hat echt seinen Spaß da unten. Ah, ich mag ihn. Er ist toll. Wahrscheinlich weg, nachdem wir das hier gestartet haben, aber naja, was willst du machen? Mittel zum Zweck. Übernimm die Kontrolle über die Region, der Richter einen Schmiedeturm, verteidige Kriegsmaschinerie und ja, okay. Du bist eitel, Throndieb. Falle vor mir auf die Knie und der Tod deiner Familie wird schmerzlos sein. Sie werden sich zurück in den Westen aufmachen, während wir hier verbleiben. Du bist der Meister der Lügen. Hältst du mich für solch einen Narren, dass ich glaubte, sie sei noch am Leben? Nach allem, was du in Irregion angerichtet hast, du wirst in die Vergessenheit verbannt werden, während ihre Geister an der Westküste wandeln. Ah, du da bist gerade ein bisschen schwer, oder wie? Achso, keine Elbengeschosse mehr. Na dann auf die altmodische Art. Ich war das. Gestatten? Celebrimbor. Der helle Herrscher. Okay, nächster Rambok, ich sehe schon. Es wirkte halt eben irgendwie wie Superman. Oh ja, komm, umzingel mich. Du hast's drauf. Umzingel mich. Ey, lässt dir mal die Maschine in Ruhe? Die war teuer, Leute. Hä? Ja, ihr seid wieder alle unzählig erschienen, um mir zu frönen. Aua! Nun hab ich doch extra... Aua! Hört's dir jetzt mal auf! Alter! Ist der eben noch voll Oberwasser und jetzt schon wieder voll am Abkacken? Ah... Aua! Was ist denn das für einer? Der Feigling ist abgehauen. Ey, was mache ich denn hier eigentlich gerade, Junge? Komm schon. Dreizehn Sekunden ist drin, oder? Ist nur doof, dass das jetzt brennt. Ich glaube, das Zusatzziel habe ich gerade nicht erreicht, aber wenigstens habe ich es überlebt. Och nö. Bubol, der Sanfte. Er sieht auch ein bisschen sensibel aus. Ich will etwas.
So, hallo. Heldenabschaum! Ausgespielt! Dein Königreich wurde unter unserer Herrschaft zermalmt. Hier gibt es nichts für dich, außer dem Tod! Weißt du, was es für dich gibt? Noch viel mehr Tod. Aber erst wirst du meiner sein. Warum ist denn hier auf einmal wieder gelb? Mordor wird mir gehören. Er zittert vor meinen Denkmälern aus Licht. Meine Macht und meine Anmut werden dieses Land überschwemmen. Was denn jetzt gerade passiert?